Deutschlands nächster Gruppengegner Weißrussland hat in der Qualifikation zur Fußball-EM 2020 die zweite Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Nationaltrainer Igor Kriuschenko unterlag in Belfast Gastgeber Nordirland mit 1:2, 1:1. Die Weißrussen hatten den Führungstreffer von Johnny Evans 30. durch Igor Stasevich 33. egalisiert. Josh Magnus 87. sorgte kurz vor Schluss dafür, dass Weißrussland die DFB-11 am 8. Juni als Tabellenletzter in Borussow empfängt. Bereits zum Auftakt hatten die Weißrussen mit 0:4 gegen die Niederlande verloren. Die Nordiren führen die Gruppe C nach 2 Siegen an.